Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Marvel Battle Lines. Was ist das jetzt hier? Stufenaufstiegsevent. Erhalte eine Shield Guardians of the Galaxy oder Avengers Karte jedes Mal, wenn du Stufe 10, 20, 30 erreichst. Schließe alle Shield Trainingsprogramme ab und verdiene eine Menge Gold und EP. 24.10. bis 7.11. Okay. Nein, das wollte ich jetzt gar nicht. Das wollte ich jetzt nicht. Das war jetzt nicht so mein Ziel. Das ist alles wieder hier durcheinander. So, erhalten. Bestätigen. Erhalten. Bestätigen. So, kann ich da noch was machen? Nö. Dann schließen wir das mal. Ich weiß ja, was ist denn da bei diesem Ereignisportal eigentlich? 9 verbleibende Tage. Dann muss ich die jetzt... spielen. Shield Trainingsprogramm. 3 verbleibende Tage. Okay, dann probieren wir. Machen wir tägliche Anwesenheit. Das habe ich ja schon erhalten. 7 Tage nacheinander an. Okay. Ja, gut, das ist ja. Okay, das sieht ja okay aus. So, dann gucken wir hier nochmal rein. Was ist hier? Spielen. Erreiche Stufe. Okay. Hier. Greife Gegner mit Horizontalkampflinien 10-mal an, greife Gegner mit Vertikalkampflinien 10-mal an, greife Gegner mit Diagonalkampflinien 10-mal an. Diagonal, vertikal, horizontal. Okay. Und hier? Sandmans Plan. Sandman führt bestimmt etwas im Schild, aber was macht dieser Kürbis hier? Erste Stage. Machen wir doch einfach mal. Starten wir das Ding mal. Level 1, Sandmans Plan. Mal gucken, was da passiert. So. Keine Ahnung. Ich bin dran. Okay, das macht jetzt aktuell noch keinen Sinn, weil ja noch keine andere Karte auf dem Feld ist. Dann spielen wir erstmal den. Kommt er mit sowas da an? Okay. Dann bin ich dran. Ich spiele jetzt erstmal die da. Mach dem schon mal Schaden da. Alles klar, dann hast du das vor. Okay. Dann würde ich sagen... Oh, was ist das jetzt? Wir haben Zugang zu Informationen über die gegnerischen Kartenarten. Kürbisbombenlieferung ist eine starke Karte. Wir empfehlen dir, sie diese Runde einzusetzen. Das ist das hier. Füge allen Charakteren in einem 2x2 Felder großen Bereich jeweils 800 Schaden zu. Ja, das ist, würde ich mal sagen, das Ding ist ziemlich effektiv. Und dann kann ich eigentlich die sogar hier hinsetzen. Oder nee, wir machen sie dahin. Dann kann ich nämlich danach gleich eine Dreier-Dings machen. Okay. Dreier-Attacke. Die feindliche Seite hat den Kommunikationsfehler ebenfalls entdeckt. Alle Humanoiden, die aus der Schlacht ausscheiden, fügen dem feindlichen Anführer Schaden zu. Der Sieg ist wahrscheinlich. So, jetzt kann ich noch das Ding da setzen. Mal gucken, na, da kommt er dahin. Alles klar. So, und jetzt habe ich eigentlich eine Zweiermöglichkeit. Aber jetzt, scheiße. Ich habe einen Fehler gemacht. Das war ziemlich dämlich von mir, muss ich ganz ehrlich sagen. Karte wechseln, mal gucken, was kommt. Das ist gut, weil jetzt habe ich die Möglichkeit, hier gleich zwei Lanes
dich zu machen. Erstens habe ich ihm die Dreier-Lane blockiert. Zum anderen kann ich hier... Ja, jetzt muss er die nämlich spielen. Und... Was passiert hier nochmal? Und füge einem Feind auf derselben vertikalen Linie, horizontal, vertikal, 210 Schaden zu. Das würde bedeuten, der da oben bekommt 210 Schaden, dann wäre der immer noch da, aber... Ich habe es jetzt extra mal so gemacht. Oh, das war jetzt nicht gut. Das war ziemlich dämlich von mir sogar gespielt. Jetzt habe ich es wirklich vergeigt. Jetzt habe ich es wirklich vergeigt. So wie es aussieht. Weil ich meine, ich könnte jetzt die da hinziehen. Das will ich aber gar nicht, sondern ich setze jetzt erstmal das dorthin. Dann kriegen die jeweils 800 Schaden. Dann sind die fort. Was ist jetzt passiert? Ist passiert. Level up. Habe ich es geschafft? Okay. Sinister 6 Level 1. Jetzt lass mich erstmal das Ding angucken. Sinister 6. Das ist completed. Wie viel habe ich denn? Ich habe. Zwei, drei, vier Stück sind es. Komm mal einfach. Das hier. Renos Plan. Ich brauche jetzt tatsächlich, wir müssen das anders da machen, ich muss jetzt nochmal in mein Deck reingehen, weil mir gefällt das aktuell nicht, meine Karten. Achso, hier im Shop gibt es ja auch noch kostenlose. Mal kurz hier reingucken, was ich da noch kriegen kann, bevor wir da jetzt weitermachen. Jetzt wirklich alles ausnutzen, was geht. 1200, 1200 will ich gar nicht, 20... 60, 135, Einzelkartenpaket, 3060, 200, Sterne, so viel habe ich nicht, habe ich alles nicht, ne? Okay, also, habe ich alles nicht. Gehen wir wieder zurück in meine Karten. Und hier möchte ich jetzt, ich möchte die noch mit rein, nehme ich die noch mit rein, anstelle von dem da unten. Einmal. Und dann möchte ich, der hat ja sonst eigentlich auch nicht wirklich viel Besonderes, der Crimson Hawks. Klar ist er stark, aber da möchte ich dann doch lieber hier das Ding dann noch haben. Nehmen wir das da rein für den Crimson Hawks. Jetzt habe ich zwei solche Teile im Deck und jetzt gehen wir nochmal rein ins Match. Gucke mal. Sondereinsatz brauche ich jetzt nicht. Wir gehen jetzt in den Sondereinsatz. So, Level up. Wir ziehen jetzt mal hier dieses Halloween-Event durch, Rhinos Plan, und starten das jetzt auch noch. Gucken wir mal, was passiert. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Das sieht wirklich gut aus. Kriege ich meinen ersten Splitter. Was macht der denn da? So, was haben wir jetzt für Möglichkeiten? Ja, das will ich eigentlich jetzt gar nicht. Zwei Feinden? Nö. Dann würde ich sagen, ja, der kostet zwei. Was ist das? 500 bis 700 Schaden. Lohnt sich auch noch nicht. Dann... Komm, wir spielen den da jetzt erstmal. Ach, ich hätte da unten in die Ecke reinsetzen können, aber... Jetzt gucken wir erstmal, was passiert. Erstmal schauen, was jetzt passiert hier. Ich spiele gerade einen ziemlichen Käse zusammen, muss ich ganz ehrlich sagen. So, jetzt
ziehe ich das Ding raus und baller jetzt erstmal die beiden da weg. So, das ist gut. Und jetzt kann ich hier aktuell erstmal. Wir machen das jetzt so. Ich spiele das jetzt erstmal dahin. Gucken wir mal, was er jetzt macht. Er setzt den jetzt hier hin. Das habe ich schon fast vermutet. Jetzt ziehe ich das hier hin. Jetzt habe ich nämlich da die Möglichkeit, eine Dreier-Lane zu machen. Okay. Also als erstes Mal werde ich jetzt hier irgendeinem. Warte mal, was haben wir denn für Möglichkeiten? 500 bis 700. Was macht der? Den meisten HP. Und der 170 bis. Also es kommt jetzt drauf an, wie viel Schaden kommt jetzt hierbei raus? Gucken uns das jetzt mal an, was da passiert. 665. So, und wenn ich jetzt den spiele. Wie viel? 100, 170 bis 200 Schaden. Das reicht doch, um jetzt hier die Lane zum einen voll zu machen und die eine Karte wegzubekommen. So, und jetzt machen wir noch einen starken Angriff. Und dann ist der da oben schon einmal weg. Bam! Gucken wir mal. Oh, den haben wir ja schon besiegt jetzt hier. Halt, dieser Kampf ist nicht fair. Ich mal sagen, Pech gehabt, Kollege. Nochmal Level up. Bestätige ich gerne. Was habe ich da bekommen? Die Black Mariah. Black Mariah. Was ist das? Rufe den Charakter herbei und füge einem Feind auf derselben vertikalen Linie mit einem starken Tritt 190 Schaden zu. Auf der vertikalen Line. Okay. Wir machen jetzt das nächste Level gleich hinterher. Schockers Plan. Da müsste ich dieses Event jetzt gleich sogar noch abschließen können. So, Ziel erfasst, alles klar. Du bist dran. Ja, das ist natürlich geil, ne? Wenn ich den jetzt gleich am Anfang spiele. Dann habe ich nämlich gleich noch einen zweiten mit hinzu. Und jetzt muss er schon blocken. Es ist ja jetzt schon gezwungen zu blocken. Das ist sehr geil. Und na, das lohnt sich noch nicht hier. Das lohnt sich noch nicht. Nein. Ich spiele jetzt erstmal die hier. Um hier eventuell eine Line zusammenzubekommen. Die wird er natürlich blocken, das ist völlig klar, aber er kann da nicht viel draus machen. Oh, er blockt sie nicht. Okay. So, jetzt kann ich als allererstes. Ja, die Kürbisbombenlieferung. Die klatsche ich jetzt erstmal hier hin. Ja. Dahin. Oh, hab aber mein eigen. Nein! Ich habe jetzt nicht tatsächlich meinen eigenen selber kaputt gemacht. Oh, das war jetzt ziemlich dämlich, muss ich sagen. Ich mache jetzt den da halt. Ich will den da oben hinhaben. So kann ich den da oben nicht hinhaben. Das 2-Wert. Ich setze jetzt erstmal den da oben hin. Das war jetzt ziemlich dämlich von mir, wirklich. Ich hätte die da oben spielen müssen. Okay, ich bin ja noch im Lerneffekt, ja. Ich bin ja noch am Lernen. Ja? Das war auf jeden Fall ziemlich dusselig. Ja, ist ja gut, ich verstehe es schon. Ich mach jetzt erstmal. Wie viel Schaden?
Ja, das ist doch gut eigentlich. Weil dann habe ich danach keine Dinge mehr. Das heißt also, ich werde jetzt erstmal den hier spielen. Jetzt habe ich wieder eine ähnliche Situation. Ich kann die schön geil blocken. Und kann jetzt quasi die Lane zumachen. Ich will jetzt erstmal hier den da vernichten. In Hoffnung, dass das reicht. Das reicht noch nicht. Okay, spiele jetzt aber trotzdem erstmal das hier. Und das sollte eigentlich für den. Ja, das reicht noch nicht ganz für den, aber. Ah, doch. Müssen wir mal schauen. Und, er ist fast down jetzt. Er ist jetzt fast down. Definitiv fast down. So, da passiert jetzt eigentlich nichts mehr. So, jetzt gucken wir mal. Die Kürbisbombenlieferung einzusetzen. Das letzte Mal habe ich alles mit kaputt gemacht, ey. Gut, ich kann es machen. Was kostet die denn? Ich kann es machen, dann spielst du diesmal da oben drauf. Dann sind nämlich die alle weg. Alter. Ich wollte gerade sagen, jetzt mach mich nicht verrückt. So, nochmal Level up. Bestätigen wir. Jetzt gehen wir ins nächste Level und das ist dann auch das letzte davon. Und dann sollte ich ihn hier bekommen, den grünen Kobold. Darauf freue ich mich schon. Auf den grünen Kobold. So, jetzt gucken wir mal, was bei rauskommt. Okay, ich bin dran. Ich fange jetzt erstmal mit dieser Ecke hier an. So. Tja, viel Hawkeyes. 59 Schaden zu. Ja, das ist doch gut. Ja, gut, dann habe ich auch nichts mehr. Ich mache jetzt erstmal das hier. Jetzt ist der auf jeden Fall gezwungen. Okay, jetzt setze ich den dahin. Jetzt kann ich die Dreierlane dicht machen. Aber er kann auch als allererstes Mal werde ich jetzt diese. Er ist aber auch blödsinnig, ne? Das ist wirklich blödsinnig. Dann lieber 500 bis 700. Unter Umständen könnte das reichen. Wir schauen jetzt mal. Ich weiß es nicht. Kann ich danach noch was spielen? Danach kann ich sonst keinen Charakter mehr spielen, ne? Also komm, wir machen jetzt hier diese Kürbislieferung. Auf den da oben. Woher kommt dieser ganze Schaden? Tja, wenn du das mal wüsstest, ne? Und jetzt. Ach, der hat noch überlebt. Und jetzt kann ich dem noch ein K.O. geben. So. Alles klar. Jetzt eine gute Frage. Ja, hier habe ich die Möglichkeit, jetzt zwei Lanes. Einmal das und einmal das dort. Jetzt gucken wir mal, was passiert. Er setzt ihn dorthin und dann kann ich jetzt hier oben mit, sogar noch mit plus zwei. Was? Ich hab. Ich werd bekloppt, ey. Also werde ich den hier austauschen. Karte wechseln und hoffentlich kriege ich jetzt irgendwas, was ich spielen kann. Ich kann es nicht spielen, ich werde bekloppt. Was mache ich denn jetzt? Wartet mal, aber ich kann doch 290, das reicht nicht. 630, 670. Doch, ich kann doch den hier hochziehen einfach, das geht doch. Ja, dann habe ich die Dreierlehnen. Ah, ich muss mit dem Spiel noch so richtig zurechtkommen. So, dann habe ich auf jeden Fall zwei Stück. Ja, sehr geil. Ist doch gut.
Die Kürbisbombenlieferung, ja klar. Auf was denn? Dann verliere ich wieder alles. Ihr spinnt wohl. Mache ich mit Sicherheit nicht. Was passiert denn hier? Horizontal, vertikal. Schlagstöcken 210 Schaden zu. Wenn ich den hier setze. So. Setzt er den dahin? Ich könnte die Lane dann frei haben und könnte gerade nochmal angreifen. Ne? Wie viel habe ich denn dann? 4 von 6 sogar. Aber was würde der denn machen? Den meisten HP in jeder Runde. Und das hier 950 Schaden zu. Ich das jetzt hier mache, dann kann ich danach immer noch. Bam! Jetzt kann ich immer noch den setzen und jetzt müsste das Match vorbei sein. Ja. Der grüne Kobold ist besiegt. Ja. Das Ding haben wir gewonnen. Level up. Success zum Menü. Geil. Ja, habe ich alles completed. Und den müsste ich jetzt haben. So, dann gehen wir mal hier hin. Level up. Müsste ich mir auch schon eins abholen können. Was kommt hier raus? Stufenaufstieg. Und? Nochmal ein Hawkeye. 2 von 3. Dumm, dumm, Dugan. Und, was ist das? Nochmal Maria Hill. So, bestätigen. Alles klar. Stufe 10 haben wir erreicht. So, zum 8.11. geht das hier. 9 verbleibende Tage ist das hier. Vier Tage noch anwesend sein, dann kriege ich den. Jetzt gucken wir noch mal ganz kurz in die Karten rein. Was ist denn überhaupt das mit diesem Sondereinsatz dort? Tagesmission, was ist denn das? Erhalten. 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 Arena-Spiel starten, dreimal, gewinne das Arena-Spiel, Sondereinsatzmodus, Karte kaufen. Aha. So, Übungssimulation, Benachrichtigungen, Kartensammlung, Anmeldebelohnungen, Sondereinsatz, was ist das? Seit der kosmische Würfel durch eine Explosion über die ganze Welt verstreut wurde, sind immer mehr Schurken aufgetaucht, die seine Splitter an sich reißen wollen. Nachdem sich Shield von deinen Fähigkeiten überzeugt hat, wollen sie dich auf verschiedene Missionen schicken. Sammle so viele Splitter, wie du kannst, und besiege die Schurken, damit sie sie nicht in die Finger bekommen. Okay. Stage 1. Okay, nach der Explosion. Ja, gut. Das machen wir jetzt heute nicht. Kampagnenmodus machen wir heute auch nicht. Wir haben jetzt erstmal da hinten dieses Halloween-Event für heute abgeschlossen. Nämlich der Sinister Six. Ja, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal. Läutet die Glocke, falls ihr es noch nicht getan haben solltet. Und schaltet nächstes Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Marvel Battlelines mit mir, dem Herrn gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.